Das sind die Grundfunktionen von CordBot. Am besten tippt ihr hier oben rechts auf diese drei Balken und macht einen neuen Song, New. Dann fragt er uns hier oben rechts, ob wir das wollen. Ja. So, CordBot, damit lässt sich schnell ein Playback erstellen in unterschiedliche Taktlängen und mit unterschiedlichen Akkorden. Ich lasse ihn mal wieder mit der Play-Taste das Ganze laufen. Wir sehen hier links ist ein Balken, der zeigt immer an, dass immer der gleiche Takt im Loop gespielt wird. Jetzt möchte ich einen zweiten Takt hinzufügen. Ich gehe hier unten links auf Insert. Dann kommt ein zweiter Takt hinzu. Jetzt möchte ich einen neuen Akkord haben, zum Beispiel einen D-Moll-Akkord. Tippe hier oben auf den Grundton Chord Root D und Min für Minor. Schon sieht man, hier wird es übernommen und nun spielt es beide Takte immer im Loop ab. Wenn man nun einen halbtaktlichen Wechsel haben möchte, kann man das zum Beispiel über die Option mit Zweivierteltakt erzeugen. Das geht dann hier unten. Soweit mal fürs Erste.